Dies war er, Ladies and Gentlemen, der Beginn einer wahren Legende. The Legend of Zelda. Das erste Spiel für das NES, 1986 veröffentlicht und gleichzeitig auch mein erstes Spiel der Serie, hier mit einer neuen Intro-Übersetzung. Der erste Text, der 1986 da oben drauf gepappt wurde, krankte noch so ein bisschen an dem English-Syndrom, wie man das teilweise nennt, und seht euch nur all diese Gegenstände an, die der Held Link auf seinem Abenteuer einsetzen kann. Das sind so einige. Das Spiel selber gibt leider keine echten Erklärungen, was die meisten dieser Gegenstände bewirken. Doch, da gibt es natürlich einen guten Tipp genau am Ende dieser Itemliste. Seht euch die Anleitung an, wenn ihr Hilfe braucht. Was ich besser auch damals getan hätte. Der eigentliche Text des Spiels ist auf Englisch. Die Übersetzung der Anleitung war zum Glück auf Deutsch. Trotzdem, ich als Kind, ich weiß nicht, wie ihr das damals gesehen habt, ob ihr überhaupt noch Spielanleitung hattet, als ihr Games gezockt habt. Ich war nicht so derjenige, der Spielanleitung gelesen hat. Mir haben immer die hübschen Illustrationen darin gefallen, aber die Anleitung lesen, um im Spiel weiterzukommen, na, das war immer so eine Sache, mit der ich mich meistens nicht so beschäftigt habe. Aber wisst ihr was? Lasst uns einfach mal hier bei The Legend of Zelda loslegen und den ersten Dungeon in Angriff nehmen. Zum Glück habe ich da noch ein paar Spielstände parat, die wir uns einfach mal zunutze machen können. Der da oben wurde durchgespielt, deswegen hält Link das weiße Schwert in der Hand, was den zweiten Durchlauf kennzeichnet. So, wir werden direkt reingeworfen, aber die Story wurde ja zumindest grob am Anfang zusammengefasst. Um die Wiederkehr von Ganon zu verhindern und das gute Land Hyrule zu beschützen, werden wir die 8 Triforce-Teile sammeln, die Zelda über ganz Hyrule verstreut hat. Ohne Bewaffnung ist das natürlich kein so leichtes Unterfangen, deswegen suchen wir diesen hilfsbereiten Mann in dieser Höhle auf. Er sagt, es ist gefährlich, alleine zu gehen, nimm das. Das vor allem. Und in diesem Moment wurde ein legendäres Zitat geboren und ein Held natürlich. It's dangerous to go alone ist natürlich ein sehr ikonischer Spruch mittlerweile. Auf allerhand Tassen, T-Shirts und was weiß ich für Merchandise-Produkten ist es inzwischen abgedruckt. Teilweise denke ich auch nicht unbedingt offiziell lizenziert, aber das ist jetzt nichts, was uns hier kümmern sollte. Ich weiß noch genau, wie ich Zelda 1 damals gespielt habe. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, was muss ich jetzt tun, wo muss ich hin. Und genau dem gleichen Konzept folgt ja auch Breath of the Wild. Du hast diese riesige offene Welt und kannst hingehen, wohin du möchtest. Heutzutage haben wir natürlich wesentlich bessere Gameplay-Struktur und es fühlt sich nicht alles so, sag ich mal, sinnlos an, was man tut. In den meisten Fällen habe ich den ersten Dungeon gefunden und den dritten tatsächlich. Ich habe irgendwie selten den zweiten Dungeon gefunden, weil der ein bisschen verwinkelter verborgen war. Und da war dann auch meist Endstation für mich. Die späteren Gegner haben mich dann so stark überpowert, dass ich keine Lust hatte mehr weiterzumachen. Ich war auch zu diesem Zeitpunkt eher Jump'n'Runs gewöhnt, wie Super Mario Bros. Das war eher so mein Genre, das ich in meiner Kindheit gespielt habe. Zelda fühlte sich verglichen damit doch so ein bisschen, ja, ein bisschen zu steif an, zu schwerfällig. Es dauerte dann auch bis zur Game Boy Advance-Fassung, dass ich das Spiel endlich durchspielen konnte. Das war im Jahr 2004, da hat Nintendo ja einige NES-Klassiker nochmal neu für den Game Boy Advance veröffentlicht und einige davon haben sogar ein paar nette extra Features bekommen. Außer jetzt eben Zelda. Zelda war so genau, wie man es gekannt hat. Da habe ich es aber auch noch nicht direkt durchspielen können. Das kam mit einer ganz bestimmten YouTube-Videoserie, die ich, oh, wann war das, um die 2008, 2009 gesehen habe. Ich bin mir nicht mehr genau sicher. Aber ich habe da mal mich ein bisschen umgeschaut, dachte, es gibt doch bestimmt so viele Geheimnisse in Zelda, die es noch zu entdecken gibt. Die Leute erzählen ja auch immer so viel davon. Nachdem ich einfach mal Zelda NES Walkthrough eingegeben habe, ich meine, das ist sogar immer noch die erste Videoreihe, die heute auftaucht, wenn man diesen Begriff eingibt. Da hat jemand einen so gut detaillierten Zelda Walkthrough geschrieben, beziehungsweise eher aufgenommen. Und ich war einfach verdutzt, wie viele Geheimnisse man schon in den ersten, sag ich mal, 20 Minuten des Spiels entdecken kann. Meine Mentalität damals war einfach, hey, hol dir das Schwert, geh in den ersten Dungeon und versuch, so gut du kannst, durchzukommen. Man kann besser vorbereitet sich in das Abenteuer stürzen, deswegen habe ich mir jetzt mal die Bomben gekauft. Ich hatte gehofft, vielleicht droppt ein Gegner mal ein paar, da hätte ich aber jetzt extremes Glück haben müssen. Direkt hier, genau an dieser Stelle, das ist eines der größten Geheimnisse der Zelda-Serie, beziehungsweise des ersten Games, die ganzen freisprengbaren Wände, die es da gibt. Vor allem, wenn sie dann zu ganzen Herzcontainern führen.
Die Anzahl der Herzen bestimmt auch gleichzeitig, wie viele oder welche Schwerter Link führen kann. Jetzt haben wir eben das Standard-Holzschwert, ist eben, naja, das Standard-Holzschwert. Es tut seinen Job, aber ist nicht das zuverlässigste Schwert, die zuverlässigste Klinge. Man kann, bevor man schon in den ersten Dungeon kommt, das weiße Schwert bekommen. Bevorzugt ohne, dass ich jetzt hier drauf gehe. Es gibt nämlich noch drei weitere Herzcontainer, die man sich holen könnte. Jetzt bloß aufgepasst, dass mich die Moblins nicht besiegen. Eine Fee oder ein Herz wäre nicht schlecht. Ha! Nicht vergessen, du hast auch noch dein Schild. Vor kleinen Projektilen beschützt es dich. Wer schnell weit in Zelda 1 kommen möchte, sollte sich auch darum bemühen, so einiges an Rubinen zu sammeln. Insgesamt geht der Rubin-Counter bis 255, danach ist Schluss. Und es gibt einen sehr teuren Gegenstand im Spiel, den blauen Ring. Und der alleine verdoppelt die eigene Verteidigung. Selbst den kann man bekommen, bevor man überhaupt den ersten Dungeon betritt. Ich weiß nicht, ob ich heute schon so weit gehen werde, ich kann mir nicht so ganz alle geheimen Locations für Extra-Rubine merken und Gegner immer wieder töten. Das nimmt schon doch ein bisschen mehr Zeit in Anspruch. Aber ein anderer Gegenstand, den wir uns zu Anfang mal holen könnten, und ich stelle mich gerade echt gut an, hier nicht zu sterben. So, da hört wenigstens schon mal das elende Gedudel auf. Die blaue Fackel. Denn die ganzen Bäume, die ihr da seht, die sind nicht alle nur zur Dekoration da. Manche davon lassen sich auch entflammen. Bevorzugt, bevor ein Gegner mich entflammt. Irgendwo in der Nähe war auch eine Feenquelle. War sie nicht sogar hier drüben irgendwo? Nein, nicht ganz. Ich versuche mal, mich mit den Octoroks anzulegen. Das sind doch die etwas harmloseren Gegner. Habt ihr nicht ein Herz für den guten Link? Ich meine, er versucht so bemüht, das Land Hyrule zu retten. Ein Land, in dem er auch lebt. Jetzt habe ich wenigstens meine Orientierung wieder gefunden und weiß, wo ich bin. Da ist genau das Geschäft, das ich besuchen möchte. Was kostet die blaue Fackel nochmal? Ich meine, die kostet 40 Rubine. Wenn das der Fall ist, dann können wir uns noch darauf einstellen, ein bisschen zu grinden, aber ich bräuchte eben genau diese Fackel. 60 kostet sie! Ah, Moment, Moment. Die Erinnerung. Sie strömt wieder in mich. Genau hier, in diesem Raum, sage ich jetzt mal. Falsche Bezeichnung, aber egal. Hier können wir auch die Wand freisprengen, wo ein netter kleiner Verräter auf uns wartet. Ein Moblin, der ein Geheimnis mit uns teilt. Ganze 30 Rubine! Fehlen noch 10 und wir können uns die blaue Fackel kaufen. Ganz so verschwenderisch kann ich jetzt aber doch nicht mit meinen Bomben umgehen. Ich brauche noch mindestens eine, um einen weiteren Herzcontainer zu bekommen. Oh, ja, Moment, du kommst eigentlich ein bisschen spät. Mir fehlt nur noch ein halbes Herz. Und mir fehlt immer noch ein halbes Herz. Jetzt nicht mehr. Gut. Jetzt werde ich mich nochmal voll und ganz auf meinen Orientierungssinn aus den 90ern verlassen und gucken, ob ich diese geheime Location wiederfinde. Heutzutage wirkt die Map von Zelda 1 nicht mehr wirklich imposant. Damals hingegen, ich glaube auch, ich habe noch nie vorher so etwas gesehen. Mario hatte ja immer so ein Level-zu-Level-Prinzip. Du hattest eben eine Weltkarte, aber kein Gefühl von einer großen zusammenhängenden Welt. Das war bei Zelda 1 anders und auch wenn ich nicht wirklich in dem Spiel oft effektiv weitergekommen bin, ich war doch erstaunt. Du gehst immer weiter und weiter und diese Welt, ja, sie fühlt sich an, als würde sie gar nicht mehr enden. Als wären die Möglichkeiten unendlich, was ja doch nicht so ganz der Fall ist, aber das war eben das Gefühl, was ich als Kind hatte, als kleiner Bub. So, das ist genau die Location, die ich gesucht habe. Jetzt muss ich nur noch an der richtigen Stelle die Bombe legen. Das ist immer so ein klein bisschen tricky. Probieren wir es mal so. Genau. An eben genau dieser Stelle wartet noch ein weiterer Herzcontainer auf uns. Und ich meine eigentlich, wir bräuchten nur 5 Herzen insgesamt, um das weiße Schwert zu bekommen. Doch nur um das zu zeigen, werde ich mir noch einen weiteren Herzcontainer holen. Und ein Tipp, holt euch niemals das rote Elixier. Ihr werdet die später ganz normal kaufen können. Denn sobald ihr das Elixier nehmt,
heißt es Herzcontainer AD. Den werdet ihr dann nicht mehr bekommen. Und Zelda 1 ist schon an einigen Stellen ziemlich schwer. Nicht so schwer wie der Nachfolger Zelda 2, der mich jahrelang gepeinigt und gequält hat, bis ich ihn dann auch irgendwann mal auf dem Game Boy Advance durchgespielt habe. Nichtsdestotrotz, ihr solltet den Schwierigkeitsgrad dieses Spiels nicht auf die leichte Schulter nehmen. Auch wenn ich es jetzt hier vielleicht ein bisschen einfacher aussehen lasse, als es in Wirklichkeit ist. Oh, diese Stelle müssen wir uns merken, denn hier ist eigentlich der erste Dungeon. Ich meine auch so ganz grob weiß ich noch, an welcher Stelle man den blauen Ring bekommt. Aber wie gesagt, dafür bräuchten wir 250 Rubine. Ich glaube nicht, dass ich mir die jetzt mal locker aus dem Ärmel schütteln könnte. Ich bin froh, wenn ich noch eben die blaue Fackel kaufe und dann holen wir uns den weiteren Herzcontainer und der Ausflug in den ersten Dungeon kann fast beginnen. Was dann wirklich noch fehlt für einen einfachen ersten Dungeon ist eben das weiße Schwert. Na, mein Jung, würdest du etwas kaufen? Ja, ich kaufe gerne diese blaue Fackel. Und weil ich jetzt verhindern möchte, dass ich weiter aus Versehen Bomben einsetze, rüsten wir das mal aus. Da haben wir auch das Triforce-Diagramm, wo jedes Stück aufgezeichnet wird, das wir auf unserer Expedition einsammeln werden. Fangen. Oh Gott, da bin ich mit meinen Gedanken irgendwie schon wieder bei Pokémon. Was hat dieser Kanal nur aus mir gemacht? Okay, ich meine, wir mussten jetzt einmal über den See und dann war dort ein bestimmter Baum, den man abfackeln muss. Genau so einen Baum zu finden ist mit der blauen Fackel gar nicht mal so einfach. Könnte sehr zeitaufwendig enden, wenn man nicht genau weiß, welcher dieser Bäume ist jetzt der einzige in der ganzen Landschaft, der sich in Flammen auflösen lässt. Später gibt es ein Update oder ein Upgrade für die Fackel. Hier können wir sie nur einmal pro Bildschirm einsetzen. Wir könnten jetzt einfach zurücklaufen und dann ließe sich der Gegenstand wieder einsetzen. Und ich hätte vielleicht mal einfach den anderen Baum austesten können. Man weiß ja nie. Eventuell kann sich ja doch mal irgendwo ein Geheimgang verbergen. Jetzt bin ich eigentlich schon viel zu weit weg von meinem Ziel. Nee, hier haben wir leider kein Glück. Doch, da fiel mir gerade noch etwas ein. Eine Stelle, wo wir nochmal ein paar Rubine bekommen sollten. Oh Gott, lasst mich bitte zufrieden. Ich halte euch mal ganz kurz an. So, Fee kommt zu mir. Es war irgendwo hier. Irgendwo hier war ein entflammbarer Baum mit einem weiteren Moblin Versteck, der meine ich sogar ganze 100 Rubine für uns parat hat. Genau, es war hier. Das menschliche Gehirn ist manchmal schon ein bisschen seltsam, dass man sich eben noch an solche Fakten erinnert. Es ist ja nicht so, dass ich Zelda 1 irgendwie religiös jeden Tag gespielt habe. Das sind Sachen, die habe ich ziemlich spät aufgeschnappt. Keine Angst, mein Freund, dein Geheimnis wird bei mir in Sicherheit bleiben. 100! Ja! Ich werde sie zwar nicht in diesem Video mehr ausgeben können, doch vielleicht wusstet ihr ja noch nicht Bescheid darüber. Man sollte jedoch auch nicht jeden Baum leichtgläubig anzünden. Nicht jeder Bewohner dieser Höhlen ist einem freundlich gesonnen. Interessanterweise gerade die menschlichen NPCs sind dann doch ein bisschen eher, ja, sie stehen gerne Link im Weg. Mit der Begründung, sag mal, hast du da gerade etwa meine Haustür abgefackelt? Also dafür musst du mir jetzt schon 30 Rubine geben. Das sind eben Details, die kann man vorher nicht wissen. Es sei denn, ihr habt das Lösungsbuch oder Club Nintendo abonniert. Ach ja, es wäre schon toll gewesen, wenn man irgendwie genau zu der Zeit aufgewachsen ist
So quasi jeder deiner Freunde hat ein Nintendo und jeder hat Zelda 1 und ihr tauscht dann untereinander aus, welche Geheimnisse ihr gefunden habt. Dann könntest du beispielsweise sagen, hey, ich habe gesehen, der fünfte Baum hier von rechts aus, den kannst du anzünden. Und darunter ist eine Treppe und stell dir mal vor, was du dort bekommst. Einen ganzen Herzcontainer. Tja, und deine Freunde würden natürlich glauben, dass du flunkerst. Was ich natürlich niemals tun würde. Jetzt jedoch haben wir mehr als alle Vorbereitungen getroffen. Wir machen uns, naja, bevor wir zum ersten Dungeon gehen, nochmal auf einen kleinen Bergausflug auf die Socken. Mit meinen gerade 2,5 Herzen fühle ich mich nicht besonders sicher. Ich werde es schon irgendwie durchstehen, hoffe ich. Wir halten uns östlich, immer schön weiter, sich nicht von den Steinen am besten niederschlagen lassen. Und der Sora, der da immer wieder aus dem Wasser rausploppt, die ja doch seit Ocarina of Time ein ganz schönes Make-up bekommen haben. So, und Zelda 1 ist auch schuld daran, man vermutet hinter jedem Wasserfall ein Geheimnis. Hier könnt ihr, wenn ihr wollt, ein bisschen Glücksspiel betreiben. Oder nee, das war was. Ah nee, die alte Dame gibt einen Tipp. Es gab aber auch eine andere Höhle, wo ein älterer Herr auf einen wartet. Und da kann man so ein bisschen zocken. Hey, wähle eines dieser Felder aus und vielleicht ist dir ja das Glück hold. Wenn diese Fee jetzt vielleicht vom Gebirge runterkommen würde, dankeschön. Das Einzige, was uns jetzt noch im Weg steht, ist der blaue Leune. Guck mal noch ein bisschen weiter nach... Knapp. Meistere es und du kannst es haben. Heißt so viel wie, du musst 5 Herzen haben, junger Link, dann möge das Schwert dir gehören. Und das tut es jetzt. Mit doppelter Angriffskraft fühlt man sich doch um einiges stärker und bereit, den ersten Dungeon in Angriff zu nehmen, wo ich auch noch einen kleinen Trick zeigen kann. Oh, ja, das war auch eine Stelle hier. Wir können nicht den Berg wieder hinabklimmen. Wir landen immer wieder an der gleichen Stelle. Doch sollte man dreimal nach oben gehen, kann man den vierten oder fünften Dungeon betreten, meine ich. Die genaue Reihenfolge habe ich nicht mehr so ganz klar im Kopf. Das wäre eben der erste Dungeon, wo die Dark Nuts auf einen warten. Die gepanzerten Ritter, die man nur von hinten angreifen kann. Und die haben meinen Playthroughs immer ein klaghaftes Ende bereitet. An denen kam ich einfach nicht vorbei. Egal wie sehr ich mich angeschränkt habe, ich konnte es mit denen als Kind nicht aufnehmen. Und dann, ja, hattest du eben keinen Bock mehr und, keine Ahnung, Super Mario Bros. Gespielt oder was hatte ich noch auf dem NES? Kirby's Adventure. Irgendwie das einzige Spiel, was ich als Kind durchspielen konnte, weil NES-Games eben brutal schwer waren. Und der erste Dungeon. Ominöse Musik spielt. Wir haben 2 Möglichkeiten. Gehen wir durch die linke Tür oder die rechte Tür? Vor uns offenbart sich eine verschlossene Tür. Die kann man doch bestimmt nur mit einem Schlüssel öffnen. Oder wir gehen mal kurz raus, gehen wieder rein und die Tür hat sich geöffnet. Ich weiß nicht, ob das ein Glitch ist oder von den Entwicklern beabsichtigt. Es ist nett zu wissen, das auf jeden Fall. Anders als bei anderen Zelda-Games könnt ihr jeden Schlüssel in jedem Dungeon verwenden. Das heißt, wenn ihr Dungeon 1 schafft und habt irgendwie einen Schlüssel übrig, könnt ihr diesen auch im zweiten Dungeon benutzen. Es gibt dem Spiel eine gewisse Art von Freiheit, die es vorher nie so bei Zelda gegeben hat. Und auch, naja, vorher sowieso nicht, aber seitdem auch nicht gegeben hat. Später findet man dann auch einen Masterschlüssel, mit dem man jede Tür öffnen kann und der niemals verfällt. Ich weiß ja nicht, ob das so den meisten Sinn macht, wenn man einen Schlüssel nur einmal benutzen kann. Was Sinn macht, man kann Wände sprengen, leider nicht diese. Man sollte in den Dungeons immer genau die Augen offen halten.
In einem Dungeon hält sich die Möglichkeit bereit, sein Bombeninventar zu erweitern. Eigentlich kann man nur 8 Bomben mit sich herumtragen. Und eben die sind ja die einzige Möglichkeit, um die ganzen Geheimgänge zu finden. In späteren Zelda-Games kann man ja einfach mit dem Schwert gegen die Wand schlagen. Und wenn das so ein bisschen hohl klingt, heißt das, aha, da ist ein Geheimgang, den legen wir mal frei. Leider in diesem Spiel nicht vorhanden. Ich habe jetzt einfach nochmal ins Blaue geraten. Bevorzugt möchte ich aber alle Items finden. Manchmal kann man sich da ein bisschen in die Bredouille bringen. Man kann einen Dungeon abschließen, ohne das dazugehörige Item zu finden. Und plötzlich steht man, keine Ahnung, in Dungeon 7 und hat nicht dieses eine Item, was man braucht, um weiterzukommen. Ohne seinen treuen Freund, die Komplettlösung, ist man da dann leider auch mehr oder weniger aufgeschmissen. Und den Stein können wir verschieben, sobald wir die Tropfen besiegt haben. Ich weiß nicht warum, ich habe damals gedacht, das wären Öltropfen. Dabei sind das auch eindeutig Schleimis. So wie der Dragonfest Slime. Eastmost Peninsula is the secret. Ich hatte damals keine Ahnung, was dieser Mann mir sagen möchte. Was zur Hölle ist ein Peninsula? Greift ihn nicht an! Er ist dazu... Er ist nicht so ganz dafür. Wenn ihr ihm den Tag vermiest... Ich meine, ich wäre auch ein bisschen angepisst, wenn so ein grün gekleideter Jüngling in meinen Dungeon kommt und mir ein Schwert in den Magen rammt. Aber jedem das Seine. So, die Karte hätten wir. Jedes Dungeon-Layout ist auch an ein bestimmtes Symbol orientiert. Das soll, meine ich, ein Adler sein oder irgendein anderer beliebiger Vogel, der auf diese Silhouette passt. Dungeon-Karten sind natürlich äußerst praktisch. Ich sage euch, verlasst euch nicht alleine auf die Dungeon-Karte. Manchmal gibt es Räume, ganz geheime Räume, die nicht auf dieser Karte verzeichnet sind. Beispielsweise, es gibt einen Dungeon, der sieht aus, als hätte die Karte Augen. Die werden nicht als Räume angezeigt, aber einer davon ist ein Raum, wo sich ein sehr schöner Gegenstand für unseren Held Link verbirgt. Und mir nichts, dir nichts geben wir die von oben Perspektive dran und betreten schon mehr oder weniger eine Sidescroller-Perspektive, kann man sagen. Vielleicht schon eine sehr frühe Anspielung auf Zelda 2? Eigentlich nicht. Zelda 2 war ja anfangs gar nicht mal als Zelda-Titel gedacht. Wie kam es dazu, dass ich plötzlich nur noch ein Herz habe? Die Antwort liegt doch klar auf der Hand. Ich habe geschludert. Direkt im ersten Dungeon verbirgt sich auch einer der ersten Gegner, vor denen ich als Kind doch ein bisschen Angst hatte. Sie müssten sich bald zeigen. Nein! Das zieht mir ja ein ganzes Herz ab! Egal. Das heißt, wir können einfach weitermachen, notfalls auch speichern, haben jetzt aber wenigstens wieder 3 Herzen und immer noch alles behalten, was wir gerade eingesammelt haben. Die Schlüssel, den Pfeil und Bogen, den wir jetzt noch nicht einsetzen können. Das ist auch so ein bisschen eine kleine Gemeinheit. Man findet den Bogen, hat aber keine Pfeile. Die muss man separat in einem Geschäft in Hyrule kaufen. Okay, nochmal überlegt. Hier war ich, glaube ich, gerade eben, oder? Hat vielleicht jemand von euch ein Herz für mich? Ich möchte doch gut vorbereitet gegen den ersten Boss antreten. Obwohl ich eigentlich zu gut vorbereitet bin. Ich habe schon das silberne Schwert. Ich habe 6 Herzen. Ich habe mich gerade eben nur ein bisschen schusselig angestellt. Das kann ja mal passieren. Auch einem Held wie Link passiert mal so ein Malheur. Was soll man machen? Ja, genau hier. Und trotzdem halten sie mehr als einen Hieb aus. Die Bumerangwerfer. Euer Boomerang gehört mir, nur leider bin ich schon wieder so gut wie am Ende.
Damals hat sich der Boomerang ziemlich schnell zu einem meiner Lieblingsgegenstände etabliert. Sobald wir einen Gegner damit berührt haben, kann er sich für ein paar Sekündchen nicht bewegen und hier haben wir sie. Der letzte Schlüssel und die Wallmaster, die Hände, die aus den Wänden kommen, dich grapschen und dann zurück am Anfang des Dungeons rauswerfen. Und sie hinterlassen nicht mal ein einziges Herz für mich. Ich kann versuchen... Ah, da ist ja noch einer. Auf der anderen Seite hört man schon den Endgegner brüllen. Naja, ein Herz. Ein Herz ist kein Herz. Ah, normalerweise gehe ich hier mit 6 Herzen rein. Damit ich meinen Schwertstrahl aus der Ferne abfeuern kann. Puh! Wenn alles andere scheitert, einfach nah an den Gegner drangehen und immer schön obendrauf. Denn dann wird das erste Teil des Triforce dir gehören, Link. Du, der legendäre Held, hast noch einiges an Arbeit vor dir, denn dies war nur das erste Stück des Triforce. 7 weitere gilt es noch zu finden und als nächstes würde ich als Kind in Dungeon 3 gehen, weil wie gesagt, ich habe nie Dungeon 2 gefunden. Doch! Dies war mein kleiner Einblick in Zelda 1, der Beginn einer großen Serie. Und sehr vieles, was man hier zu sehen bekommen hat, hat sich auch in späteren Zelda-Spielen immer noch etabliert und weiter durchgesetzt. Breath of the Wild ist ja ein sehr gutes Beispiel dafür, wie viele Prinzipien von Zelda 1 auch heute noch da sind und noch stärker umgesetzt wurden. Dann danke ich euch fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns bald bei The Bank of Zelda wieder. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!